Das neue Molekül wollen wir uns nun einmal genauer anschauen. Es ist ein sogenannter Aldehyd, lateinisch ein Alkohol dehydrogenatus, zu Deutsch ein Alkohol, dem Wasserstoff entzogen wurde. Methanal, das einfachste Aldehyd, ist auch bekannt unter dem Namen Formaldehyd, ein stechend riechendes, giftiges Gas. In Wasser gelöst findet es unter anderem als Präparationsmittel Verwendung. Die soeben montierte Alkansäure ist die Ethansäure, besser bekannt als Essigsäure. Und mit dieser vielleicht bekanntesten Alkansäure wollen wir uns ein wenig genauer beschäftigen. Das Verfahrensprinzip der Essigproduktion läuft chemisch gesehen heute nicht anders als vor 1000 Jahren. Nur die Technik ist etwas moderner. Die kurzen Säuren C1 bis C4 lösen sich gut in Wasser. Methansäure ebenso wie Ethansäure. Diese drei Vertreter hier sind ungesättigte Fettsäuren, denen man auch häufig in Nahrungsmitteln begegnet. Ölsäure, Linolsäure und Linolensäure. Sie haben eine oder mehrere Doppelbindungen in der C-Kette. Milchsäure ist der Trivialname dieses Moleküls. Wir haben ja schon reichlich Benennungsübungen bei diversen Kohlenwasserstoffen absolviert. Heute deshalb die Systematik bei diesen Carbonsäuren im Schnelldurchgang.